Heute sprechen wir über das Thema Lilith und hier im Gespräch mit Martin Trosbach wieder. Schön, dass du da bist, Martin, und ich freue mich auf unser Gespräch. Danke, ich bin gespannt, was wir so finden werden. Genau. Wir haben uns da heute das Thema der Lilith rausgesucht und wenn man so in der astrologischen Welt ein bisschen umherschaut, dann sieht man meistens den Begriff der weiblichen Urkraft. Und dann fragt man sich aber meistens relativ schnell in zweiter Linie, was ist das jetzt eigentlich genau oder wie können wir das greifen, wie können wir das erleben? Und wir haben uns unabhängig voneinander beide schon ganz viel mit diesem Lilith-Thema, mit der Lilith-Thematik beschäftigt, durch unsere eigenen Erfahrungen, aber natürlich auch durch die astrologischen Bezüge. Und lass uns gerne einmal damit starten, was diese Lilith eigentlich astrologisch genau ist. Und wir wollen ja im zweiten Teil auch auf die Häuser eingehen. Das wird auch super spannend. Dann kann man auch als Hörer oder Zuschauer für sich nochmal nachschauen. Und ja, am Ende haben wir noch eine sehr schöne Ankündigung. Vielleicht starten wir mal astronomisch. Was ist die Lilith astronomisch? Sie ist kein Planet, nichts Sichtbares am Himmel, sondern ähnlich wie die Mondknotenachse ein Berechnungspunkt. Und es gibt auch einen zweiten Achsepunkt, der heißt Priapus, auf den wir heute aber jetzt weniger eingehen, weil er auch astrologisch noch deutlich weniger erforscht ist. Aber schon mal als Ankündigung für die Zukunft, vielleicht machen wir auch mal ein Priapus-Video. Steht auch nicht in ganz exakter Opposition zur Lilith, aber so ungefähr. Ja, und die Lilith selbst ist die zweite Ellipse, der zweite Brennpunkt der Mondbahn um die Erde. Und man kann da eben zwei Brennpunkte berechnen. Und der eine Brennpunkt, der liegt sozusagen auf der Linie der Erde selbst. Und der zweite Brennpunkt ist unbesetzt, da ist eben kein Planet, aber das wird Lilith genannt oder auch schwarzer Mond, weil da ist eben gar kein Mond zu sehen, das ist nur ein Berechnungspunkt. Ja, was würdest du sagen, was dieser schwarze Mond vielleicht, dieser Punkt, wo die Mondbahn sehr weit weg ist von der Erde, dann symbolisch bedeuten könnte? Also als erdfernster Punkt entsteht ja so das Gefühl, dass die Lilith mehr im Universum ist, also mehr in der Ferne als irgendwie dicht dran oder in der Nähe. Und genau so kann man das auch symbolisch sehen. Das ist also ein Anteil oder ein Punkt in uns, dem wir sehr ambivalent begegnen und der uns möglicherweise erstmal sehr fremd ist. Und wenn wir uns vorstellen, dieser erdfernste Punkt auf der Mondumlaufbahn beim Mond, sind wir automatisch eigentlich im Bereich der Gefühle, der Emotionen, der emotionalen Wahrnehmung. Und jetzt dieser erdfernste Punkt, der so weit draußen ist, kann immer auch ein Fremdheitsgefühl mit sich bringen, beziehungsweise im positiven Sinne auch neue Impulse von außen, wenn wir jetzt rein in dieser räumlichen Betrachtung bleiben, weil er zum Beispiel der Sonne dann relativ nah ist und so weiter. Und das finde ich erstmal ganz spannend, auch so mit dem Gefühl ein bisschen in dieses Räumliche reinzugehen, was das bedeutet, wenn wir hier eigentlich über den sogenannten schwarzen Mond sprechen. Und auch da der Mondbezug deutlich wird, wir also schon stark im Bereich der Empfindungen unterwegs sind, aber vor allem auch erstmal im Unbewussten. Genau, und das Wort Fremdheit ist, glaube ich, sehr wichtig, weil wenn wir sagen, Lilith ist der schwarze Mond, und was ist denn der Mond, der sozusagen normale Mond im Horoskop, der ist ja, entspricht ja sehr stark dem inneren Kind. Also da streben wir ja sehr stark nach Vertrautheits- und Geborgenheitsgefühlen. Ja, eben auch Gefühlen, die wir aus unserer Elternbeziehung kennen oder aus unserer Kindheit. Und da ist es schon wichtig, sich klar zu machen, das ist Lilith eben nicht, sondern Lilith ist was Unbekanntes, erstmal Fremdartiges, vor dem wir vielleicht auch erstmal Angst haben oder das uns seltsam vorkommt. Du hast am Anfang also gesagt, weibliche Urkraft, und das darf man sich eben nicht so ganz einfach vorstellen. Na ja, dann lebe ich heute jetzt mal schnell meine weibliche Urkraft, sondern das sind schon Energien, Kräfte, Gefühle,
die einen selbst erstmal ganz schön herausfordern oder auch irritieren können und die wir sehr stark durch das Instinkthafte der Natur vermittelt bekommen. Und das ist uns oft als Menschen ja auch erstmal fremd. Wieso Ja. sind Tiere oder Pflanzen so, wie sie sind? Wieso verhalten sie sich so? Das ist uns erstmal teilweise rätselhaft und fremd. Ja. Ja, und es gibt ja, also du hast jetzt auch schon dieses Thema der Geborgenheit angesprochen mit dem Mond oder diese kindliche Erfahrung. Und eigentlich können wir das auch direkt so gegenüberstellen. Also der Mond ist der Punkt, wo wir Verbundenheit, Geborgenheit empfinden wollen. Und die Lilith ist der Punkt, wo wir eigentlich in die Autonomie wollen, in die Loslösung. Und das sind sehr unterschiedliche Bestrebungen. Und je nachdem, wie das Ganze auch im eigenen Horoskop aussieht, kann es eben zusammenspielen oder halt auch gegeneinander, beziehungsweise muss eine Integration finden. Und vielleicht können wir noch mal so ein paar Schlagworte oder ein paar Stichworte geben, um das Ganze noch mehr zu greifen. Wir hatten jetzt schon die Radikalität auf jeden Fall oder dieses Instinkthafte, was du gerade angesprochen hast, auch das Fremde. Gleichzeitig ist es ja auch immer so eine Faszination, aber auch eine Ablehnung. Das sind für mich auch die beiden wichtigsten Facetten eigentlich. Dort, wo Lilith steht, erleben wir so eine Faszination. Wir wollen da unbedingt hin und auf der gleichen, im gleichen Moment auf gar keinen Fall so eine totale Ablehnung. Deswegen auch die oft beschriebene Ambivalenz. Eine Faszination, die uns durchaus eben auch manchmal erstmal Angst macht, weil sie häufig dazu führt, dass wir irgendwo aussteigen, dass wir irgendwo konventionelle Prozesse oder konventionelle Umgebungen verlassen und hier Dinge beenden, die andere von uns erwarten. Also da ist einfach der Mythos der Lilith sehr wichtig. Die Lilith, die ja nach dem jüdischen Mythos die erste Frau Adams war, noch vor der Eva, im Paradies, die aber gleichberechtigt sein wollte mit Adam. Da gibt es ja dieses berühmte Bild, fast schon sehr berühmt, dass sie beim Geschlechtsverkehr auch mal oben liegen wollte und dass Adam sich dabei Jahwe beschwert hat, so ungefähr. Die lässt mich da nicht, meine Anordnungen kann ich da nicht durchsetzen. Und Jahwe verweist sie dann aus dem Paradies. Aber Lilith lacht nur und verlässt das Paradies dann letztlich eigentlich freiwillig. Nicht unter Zwang, sondern sie hat im mythologischen Bild oft Flügel, breitet ihre Flügel aus und fliegt davon. Und dieses sich aus Situationen, die einen einengen, plötzlich rausnehmen und eben ja, aussteigen irgendwo, das ist auch ein ganz wichtiges Thema der Lilith. Ja. Wie unterscheidet sich das von Uranus? Ist eine interessante Frage, weil Uranus hat ja auch ein starkes Freiheitsgefühl. Nun, bei Uranus, aus meiner Sicht, geht es bei Uranus häufig durch heftige Erschütterungen, zum Beispiel durch Unfälle oder durch blitzartige Erkenntnisse oder sowas. Bei Lilith muss das gar keine heftige Erschütterung sein, sondern Lilith entscheidet einfach freiwillig, weil ich jetzt Lust drauf habe, steige ich da jetzt aus und du kannst meinetwegen in deinem Sumpf bleiben. Ich düse hier ab. Das muss nicht durch ein dramatisches Geschehen sein. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig bei Lilith, dass es was sehr Innerliches sein kann, was auch von außen mitunter gar nicht verstanden wird oder gar nicht nachvollziehbar ist, sondern eine starke innere Klarheit oder eine starke innere Entscheidung. Instinkt, würde ich Instinkt, sagen, ist genau. ein wichtiges Ja, Lilith-Wort. Und ja, das ist ja. uns ja erstmal fremd. C.G. Jung hat ja das Prinzip der Archetypen formuliert, also so Urbilder, Urkräfte im Menschen. Und Lilith ist eben auch ein Archetyp in uns, wo wir uns wie rückbinden können an eben instinkthafte Gefühle, so wie die Menschheit meinetwegen in der Steinzeit oder so empfunden hat. Das ist uns sehr fern, weit weg von unserer Realität. Also Lilith ist sehr unzivilisiert.
Ja. Es gibt ja auch den schönen Vergleich, dass Lilith die kleine Schwester von Pluto ist oder eben auch die Schwester von Mars. Man könnte sagen, dass sie diese Anteile auch in sich trägt, beziehungsweise diese Prinzipien, was Ähnliches haben, weil auch Pluto geht ja in die dunklen Bereiche oder stößt diese tiefe Transformation an. Und mit Mars eben die Richtung oder Direktheit oder manchmal auch diese Absolutheit. Das sind alles Facetten, die wir auch bei Lilith finden können, obwohl sie sich natürlich trotzdem auch noch unterscheidet, beziehungsweise ein ganz eigenes Kapitel ist, kann man sagen. Wie Ja. ja auch schon gesagt, kein Planet oder kein Himmelskörper, sondern einfach ein sensitiver Punkt, also ein berechneter Punkt. Genau. Und da ist es einfach auch noch wichtig, sich klar zu machen, Lilith ist für Männer wie Frauen für beide gleichermaßen wichtig. Im Anfang der Lilith-Forschung hat man das sehr stark auf Emanzipationsthemen oder auch auf den Geschlechterkampf zwischen Mann und Frau geschoben und hat sozusagen die Lilith schon jetzt mehr für Frauen sozusagen wichtig gehalten. Aber wenn wir eben das Thema, das nicht zivilisierte, das Instinkthafte nehmen, dann betrifft es Männer ganz genauso wie Frauen. Und es wäre jetzt also ein Fehler im männlichen Horoskop, die Lilith sozusagen nur als weibliche Projektionsfigur zu nehmen. Kann sie sein? Kann sein, dass ich meine Lilith-Kraft überhaupt nicht lebe, sondern nur über irgendeine irgendgeartete wilde Frau sie lebe. Aber natürlich habe ich als Mann diese Kraft selbst in mir, diese instinkthafte, radikale Kraft und darf sie genauso entwickeln. Ja. Und was würdest du sagen, ist charakteristisch für das Haus, in welchem Lilith im eigenen Horoskop steht? Wie könnte man das greifen? Was erleben wir dort? Was erleben wir dort vielleicht auch nicht? Also ich habe mal ein schönes Bild gelesen von Ernst Ott. Da gibt es ein Buch, das heißt Lilith Aspekte. Und Ernst Ott sagt, das Haus, wo die Lilith steht, ist entweder ein falsches Paradies, ein Paradies, in dem ich mich gefangen fühle, oder es kann zum echten Paradies werden. Und damit man zu dieser Echtheit und Ursprünglichkeit findet, dieses Häuserthemas, habe ich jetzt so ein paar Schlagworte für mich gefunden, die man auf das Haus anwenden könnte. So, zuerst ist es wie eine Faszination dieses Häuserthemas. Also, was weiß ich, das dritte Haus nehmen, Faszination durch bestimmtes Wissen. Aber bei Lilith ist es eben meistens erstmal ein nicht konventionelles Wissen. Und zu der Faszination kommt dann eine gewisse Radikalität oder Zuspitzung bezüglich dieser Themen und häufig dann auch eine Rebellion oder eine Distanzierung. Wenn ich merke, um im Bild des dritten Hauses zu bleiben, wenn ich merke, das Wissen, dieses konventionelle Wissen genügt mir nicht, dann kann es sein, dass ich dagegen in gewisser Weise rebelliere und sage, was ist denn das für eine Scheiße? Das interessiert mich nicht. Wie es in der Schule häufig ja passiert. Und daraus resultiert dann häufig auch ein Aussteigertum, also das Thema irgendwo die Konventionen überwinden oder ablegen, ist ein sehr starkes Lilith-Thema. Und im Idealfall finden wir aber dann in das Paradies im Sinn von, wir dringen zur Urnatur dieses Hauses vor. Also zu was ganz Natürlichem, so dass wir die Kraft dieses Hauses ja, so leben können, dass es uns absolut stimmig vorkommt. Und da haben wir natürlich dann eine riesen Ausstrahlung für andere Menschen und eine riesen Power. Ja. Und was würdest du sagen, passiert, wenn man die Lilith nicht lebt, wenn man die komplett, ich sag mal, den Deckel drauf macht und die als nicht zugehörig zu sich selbst abstempelt? Was passiert dann mit der Lilith? Das ist eine sehr interessante Frage. Da stelle ich mir gerade so vor, so ungefähr wie ich hätte irgendwo in einem Zimmer meines Gebäudes einen Wolf und ich ignoriere, dass der da ist. Nun ja, der Wolf ist ein ziemlich starkes Tier und der wird wahrscheinlich doch irgendwie einen Weg finden, da irgendwann mal rauszukommen. Ja.
Weil, sagen wir mal, sterben kann Lilith nicht. Also dieser Wolf hat dann im Notfall magische Kräfte und kommt auch raus, wenn du alles verriegelst. Ja. Ja, das Lilith wird. lässt sich nicht umbringen. Genau, das würde ich eben auch sagen, dass es genau deshalb so wichtig ist, sich mit der Lilith und mit dieser eigenen Platzierung auch im Horoskop oder vor allem auch der eigenen Bedeutung, der Bedeutung im eigenen Leben auseinanderzusetzen mit einer Bewusstheit, also dass wir im Prinzip diesen Lilith-Anteil aus der Versenkung oder aus dem, ja, aus dem Verdrängten rausholen, um das Ganze bewusst kennenzulernen, bewusst damit umzugehen und dann eben auch die positiven Facetten entwickeln können. Weil wenn wir bei deinem Bild mit dem Wolf bleiben, wenn wir das so weiterverfolgen und der Wolf findet irgendwann einen Weg, dann ist es möglicherweise nicht mehr der Weg, den wir uns selber ausgesucht hätten oder die Art und Weise des Ausdrucks, die wir gerne so entschieden hätten. Und gerade wenn die Lilith, also man kann ja immer drei Dinge betrachten im Horoskop. Einmal das Zeichen, in welchem sie steht. Und da verweilt sie circa 9 Monate in einem Zeichen, also eine relativ lange Zeit, kann man sagen. Dann das Haus, was natürlich ganz stark individuell ist und damit auch im ersten Moment erstmal noch interessanter, was wir uns da auch gleich noch anschauen werden. Und das Dritte, was man anschauen kann, ist die Lilith verbunden mit anderen Planeten. Also gibt es Aspekte, gibt es Beziehungen zwischen Lilith und anderen Planeten. Und das würde die Sache natürlich dann nochmal wichtiger machen. Denn wenn sie mitspielt in dem Planetengefüge des restlichen Horoskops, ist ihr Einfluss natürlich größer und möglicherweise unser Kontakt damit auch stetiger oder. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall sehr faszinierend. Bei anderen Planeten können wir ja sagen, das sind auch wie andere Anteile unserer Persönlichkeit. Und diesen anderen Anteilen, die vielleicht in der Gesellschaft besser funktionieren, kann unser eigener Lilith-Anteil durchaus mal unbequem sein, störend sein. Ja. Also, um ein Beispiel zu bringen, wenn du zum Beispiel Sonne, Saturn im 10. Haus stehen hast, dann wirst du versuchen, in der Gesellschaft eine Autoritätsrolle zu finden oder irgendwo in einer Institution verantwortungsvoll mitzuarbeiten. Wenn du jetzt aber die Lilith dazu in Spannung stehen hast, dann wird es natürlich interessant. Wie löst du dieses Dilemma, dass hier eine Kraft in dir ist, die dir selber unbequem vorkommt, die sagt, nö, mir ist das alles zu eng hier, ich möchte hier eigentlich raus. Ja. Also das kann auch innere Zwiespälte dann auslösen. Die Lilith ist also nicht immer gleich so einfach zu handeln. So wie wenn du jetzt eben, wenn jemand dir einen Wolf bringt und sagt, ja, okay, du hast jetzt mal kein Schoßhündchen hier, sondern du sollst jetzt dich mal um den Wolf kümmern, wirst sofort merken, das ist nicht so einfach, wie gehe ich mit dem Wolf denn um? Zu enger Käfig ist nichts. Ja, wenn du ihn einfach freilässt, kann auch Schwierigkeiten geben und so weiter. Also da musst du Ja. ganz schön erstmal herausfinden, einen Weg mit dieser Kraft umzugehen. Sehr spannend. Ja. Ja, schön. Wollen wir einsteigen in die Deutung der Häuser? Gerne. Wir schauen uns einmal die Lilith-Stellung in den 12 unterschiedlichen astrologischen Häusern an, das heißt in den verschiedenen Lebensbereichen, wo sie zum Ausdruck kommen kann. Und ich starte mal mit dem ersten Haus. Wenn Lilith im ersten Haus steht oder sogar am Aszendenten, das ist natürlich eine ganz starke, eine ganz prägende Position. Und das erste Haus als Haus unseres Auftretens, also wie wir in die Welt treten, kann dann mit so einer Lilith-Energie etwas sehr, kann eine sehr starke Ausstrahlung mit sich bringen, aber auch immer was Polarisierendes. Also ich hatte selbst 4 Klienten mit Lilith am Aszendenten. Das war sehr, sehr interessant, was sie auch berichtet haben, dass sie häufig stark polarisieren und entweder sehr faszinierend wirken oder sehr stark abgelehnt werden. Also das war genau diese Erfahrung. Und die Lilith im ersten Haus möchte sich ja ganz unmittelbar ausdrücken. Also die hat ja einfach als Persönlichkeit einen starken Unabhängigkeitsdrang, eine intensive Ausstrahlung und diese Themen Anziehung, Abstoßung können sehr präsent sein.
Soll ich zum zweiten Haus? Ja, wenn du kannst sonst auch gerne ergänzen, aber sonst mach weiter. Nö, das war sehr klar und deutlich. Ja, im zweiten Haus, wo es ja sehr stark auch um Besitz und Absicherung geht und durchaus auch um tiefen Bezug zur Natur, da wird zum ersten Mal eine absolute Faszination von dem Thema Besitz oder eben Sicherheit da sein. Aber dann wird man eben schnell merken, dass man da nicht den gewöhnlichen Weg gehen kann. Und dann entwickelt ja Lilith im zweiten Haus auch eine Radikalität bezüglich deines Besitzes. Also es können Menschen sein, die plötzlich ihren ganzen Besitz über Bord schmeißen und auf Weltreise gehen oder ja, hier eben radikale Wendungen machen, die vielleicht hier eben als Aussteiger leben, wie wir vorhin schon gesagt haben. Aber letztlich geht es natürlich darum, dann deinen eigenen tiefen Bezug zu dem zu finden, was du als Werte betrachtest. Und da wird Lilith im zweiten Haus dir einen sehr, sehr tiefen Bezug zu den Werten der Natur geben. Also das könnte auch jemand sein, der hier sich wirklich ganz intensiv einsetzt für Naturschutz zum Beispiel oder mit Pflanzen, mit Tieren ganz intensiv beginnt zu kommunizieren. Oder völlig alternative Geldsysteme mit aufbaut. Das wäre auch Lilith im zweiten Haus. Ja, das wäre wieder die Facette des Aussteigens, ne? Ja. Im dritten Haus Die hast du Lilith im Erfahrungen? dritten. Da habe ich Erfahrungen. Da steht sie nämlich bei mir. Da habe ich sogar eigene Erfahrungen. Und ja, das ist eine ganz spannende Sache, das dritte Haus als Haus von Kommunikation oder Wissen. Da kann die Lilith erstmal so ein sehr intuitives Wissen mitbringen, was man auch als Kind schon hat, aber nicht so richtig einordnen kann oder wo häufig auch das Gefühl entstehen kann mit Lilith in drei, dass es gar nicht darum geht oder dass die Wahrheit gar nicht gehört werden möchte, weil Lilith manchmal so diese sehr kompromisslose Art hat. Und es kann also eine hohe Direktheit sein in der Sprache. Es kann sein, dass man Sachen ausspricht, was sich nicht gehört, in Anführungszeichen, was aber so sehr instinktiv passiert oder manchmal auch sehr unbewusst passiert. Oder dass du dich an sehr unkonventionelles Wissen anschließt und das weitertreiben willst. Genau. Und auch da wieder die Nebenwege oder die Nebenabzweigungen des Wissens oder auch des Themas Weisheit oder Erkenntnisse, dass dieser ganze Bereich eine sehr eigene Note bekommt und man vor allem die Sachen interessant und anziehend findet, die andere von vornherein ausschließen. Also wenn jemand von Anfang an sagt, nee, das ist auf jeden Fall falsch oder es funktioniert auf jeden Fall so nicht, dass genau das dann eine Anziehung ausübt. Ja, und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, ganz insgesamt, der Gedanke kommt mir gerade, auch weil wir vorhin das Thema Mond und Lilith hatten, als Kind können wir die Erfahrung gemacht haben in diesem Lilith-Bereich, dass wenn wir das gelebt hätten, wir aus dem Nest geworfen worden wären. Also so einen, was dann eben oft auch zu diesem Unbewussten erstmal führt. Und als Erwachsene entdecken wir das dann und können eben mit größerer Bewusstheit damit umgehen. Das noch als kleiner Exkurs. Aber Lilith in drei beschäftigt sich auf jeden Fall mit Wissen, mit Information, mit Ausdruck, mit sprachlichem Ausdruck und kann aber auch manchmal wirklich eine hohe Direktheit dann mit sich bringen. Aber auch mit Sprachen, die nicht normal sind. Also zum Beispiel mit wortlosen Sprachen, mit Gesten, mit Tierkommunikation und sowas. Ja, sind auch Möglichkeiten. Ja. Lilith im vierten Haus, darf ich weitergehen? Yes, Lilith und vier. Kehren wir nochmal zurück zu dem Bild des Paradieses. Im vierten Haus mit Lilith wirst du relativ schnell merken, dass dieses scheinbare Familienparadies irgendwie ein falsches Paradies ist, dass dich hier irgendwas viel mehr einengt, als es dir in deiner Kindheit vermittelt worden ist. Ja, und du wirst eben vielleicht dieses Paradies auch dann mal plötzlich verlassen und sagen, nö, also so paradiesisch ist es gar nicht, wie hier getan wurde. Und Lilith ist ja auch eine Aufdeckerin. Du hast vorhin gesagt, kleine Schwester von Pluto.
Der Unterschied zu Pluto ist, dass Lilith die Dinge ziemlich schnell und plötzlich aufdecken mag. Also ich hatte mal so auch bei Lilith das Bild von einem Skalpell, das eine Wunde aufschneidet. Und da kommt ja dann der Eiter auch ziemlich schnell und plötzlich raus. Bei Pluto dauern die Prozesse meistens viel, viel länger. Und so wird Lilith im vierten Haus häufig zur Familienrebellin und wird sich ihre ganz eigene Art von Seelenfamilie suchen. Ja, Lilith im fünften Haus. Im fünften Haus geht es um den Selbstausdruck und um das sich ausleben wollen. Auch zum Beispiel um die schöpferischen Kräfte. Und Lilith im fünften Haus kann manchmal so den Drang oder den Wunsch nach Risiko mit sich bringen. Das fünfte Haus wird ja auch oft mit dem Verspielten in Zusammenhang gebracht. Bei Lilith würde ich jetzt nicht unbedingt von verspielt sprechen. Das wäre, glaube ich, die nicht ganz passende Beschreibung. Es kann so Momente der Risikofreude hervorbringen und insgesamt immer wieder das Thema, dass man sich selbst ausdrücken möchte. Das kann natürlich künstlerisch sein, das kann auch auf eine andere Art und Weise sein, aber dass dieser Ausdruck total wichtig ist und auch da wieder eine Ambivalenz hat. Also manchmal zieht es einen total und man fühlt sich total wohl damit oder merkt auch so diesen Schatten. Moment, wo man komplett davon zurücktritt und merkt oder das Gefühl hat, das passt gerade überhaupt nicht oder es fühlt sich gerade überhaupt nicht richtig an. Dieses Wechselhafte oder eben wie gesagt Ambivalente ist ja auch ein Zeichen der Lilith. Im sechsten Haus sind wir einerseits im Bereich von Alltagserfahrungen, aber auch im Bereich der Verbindung von Körper und Seele, auch Heilungssachen, Medizin. Und auch da wird Lilith eben dann zuspitzend agieren. Sie wird sich vielleicht erstmal faszinieren lassen von solchen Heilungsthemen oder auch, wie man bestimmte Organisationen strukturieren oder umstrukturieren könnte. Aber diese Faszination wird eben dann teilweise in Ablehnung umschlagen. Um jetzt mal ein Bild zu nehmen, was weiß ich, wenn ich Medizin studiere und beschäftige mich ganz intensiv mit einem Gebiet, plötzlich merke ich, das Gebiet ist ja vielleicht gar nicht ganzheitlich aufgestellt und Lilith möchte hier vielleicht völlig neue Wege einschlagen und wird erstmal zum Beispiel den akademischen Bereich verlassen und von einer ganz anderen Seite an das Thema neu herangehen. Aber da kann man natürlich sehr, sehr wichtige und eben auch tiefgründige Prozesse mit Heilungsgeschehen machen, wo eben dann die Urnatur des Menschen mit einbezogen wird, wo die Verbindung von Körper, Seele, Geist dann wirklich ganz tief ernst genommen wird. Ja, Lilith im siebten Haus, die Beziehungen, die Partnerschaften, das Haus der Liebe, wie es auch ganz klassisch immer genannt wird. Da geht es um all unsere zwischenmenschlichen Begegnungen und Lilith in diesem Bereich fordert sehr viel Authentizität, sehr viel Wahrhaftigkeit und bringt auf jeden Fall ein hohes Autonomiestreben, ein hohes Unabhängigkeitsbestreben in jeder Art von Verbindung. Und wenn wir das im Bereich der Partnerschaft anschauen, dann braucht man da Unabhängigkeit und auch Augenhöhe. Also Lilith in sieben fordert eine sehr wahrhaftige Begegnung, dass man zum Beispiel auch gemeinsam bestimmte Schatten anschaut oder sich auch die Dinge anschaut, die nicht schön sind. Also es hat was sehr Rohes, Lilith im siebten Haus. Das ist sozusagen die Emanzipationsstellung schlechthin. Ja, genau. Ja, und wo das eben auch sehr stark abwechseln kann zwischen sich verbinden wollen, aber auch wieder total rausnehmen wollen. Also Nähe-Distanz-Konflikte kann das auch mit sich bringen. Oder ja, auf der einen Seite die totale Verbindung, aber dann auch wieder ja, diese tiefe Auseinandersetzung, die auch gefürchtet wird. Also wir haben wieder beide Seiten, die sich da ausdrücken können. Ich glaube, Lilith im siebten Haus lässt sich mit am wenigsten vermeiden oder ignorieren, weil sie uns immer so unmittelbar in jeder Art des sozialen Kontakts, in jedem 1-zu-1-Kontakt begegnet. Insofern aus meiner Sicht auch eine ganz besonders interessante Stellung. Was im siebten Haus ist, das steht uns ja direkt gegenüber. Das heißt, da können wir auch viel leichter noch
Menschen begegnen, die selber diese Lilith-Prägung in irgendeiner Form haben und daraus natürlich viel lernen. Ja. Ja, das achte Haus. Ich glaube, Lilith im achten Haus steht ziemlich stark, wenn auch vielleicht nicht ganz so offensichtlich im siebten. Weil im achten Haus geht es ja grundsätzlich um Themen von Abhängigkeiten und Verstrickungen, seien es jetzt finanzielle Abhängigkeiten, wenn ich einen Kredit aufnehme, oder häufig auch familiäre Verstrickungen bis hinein in die Ahnenebene. Und Lilith mag Stricke gar nicht. Also die möchte ja sehr gerne ihre Flügel ausbreiten und losfliegen. Also hier wird sich ziemlich schnell ein massives Interesse daran entwickeln, wie löse ich mich aus Verstrickungen. Und da kann natürlich ein hohes Talent daraus entstehen, dass man anderen Menschen da auch beisteht, zu ihrer eigenen Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit zu kommen. Die Lilith liebt einfach auch in gewisser Weise eine gnadenlose Wahrheit und dies will im achten Haus freigesetzt werden. Ja, die gnadenlose Wahrheit, die finden wir auch im neunten Haus. Cooler Begriff. Das neunte Haus als Haus des Weltbildes oder eben auch der höheren Erkenntnis. Und Lilith in dem Bereich möchte natürlich auch an der Stelle die absolute Wahrheit finden und kann sich da mitunter auch auf ja, experimentelle Weltbilder einlassen oder ist an der Stelle auch gerne wieder neben der Konvention. Das können aufbrechende revolutionäre Ansichten sein. Es kann auch sein, dass man etwas predigt und es im nächsten Moment wieder komplett verwirft oder selber nicht mehr genau weiß, ob man das so glauben kann. Beziehungsweise auch da kann es eben wieder wechselhaft sein. Toleranz und Gerechtigkeit und Wahrheit sind da möglicherweise Werte, die sehr, sehr hoch gehalten werden und die sehr wichtig sind. Im zehnten Haus sind wir im gesellschaftlich anerkannten Bereich. Und das falsche Paradies, in das Lilith vielleicht erst hineinstolpert, ist hier ein massiver, extremer Karrieredrang, wo ich zum Beispiel sage, ja, auch als Frau kann ich einen super hohen Posten bekleiden, wenn ich nur entsprechend radikal agiere. Nur irgendwann wird Lilith wieder merken, oh, da gibt es so einen Patriarchen oder gibt es so einen Druck, den ich gar nicht mag, und wird auch hier dann wahrscheinlich die Karriere schmeißen und einen ganz anderen Bereich sich erarbeiten, wo sie letztlich auch versuchen wird, eine Kraft in dir lebendig werden wird, die Gesellschaft zu reformieren. Ja, Und eben mit. zu konventionelle, zu festgefahrene Institutionen hinter sich zu lassen. Vielleicht was völlig Eigenes hier aufzubauen. Ja. Beruflich sicherlich sehr spannend. Also ein Berufsweg, der wahrscheinlich nicht sehr geradlinig sein wird. Ja, und bei Lilith im zehnten Haus sind wir auch ganz schnell bei dem Thema der Hierarchien im Allgemeinen. Also jede Art von Hierarchie oder Autorität von oben, Ja. wird sehr, sehr ambivalent gesehen, beziehungsweise früher oder später dagegen rebelliert. Und Auch was die ich auch. Eltern, also Lilith im vierten oder zehnten Haus, wird sehr stark auch unser Elternverhältnis betreffen. Und was ich auch oft beobachtet habe mit Lilith im zehnten Haus, gerade bei Frauen, die heilerisch arbeiten, dass sie sich sehr stark für Frauen einsetzen. Also auch wieder so dieses Thema, das ist Thema der Weiblichkeit, des Urwissens, der Heilung und so weiter, möglicherweise einen Stellenwert im beruflichen Leben auch einnimmt. Für Frauen oder überhaupt für unterdrückte Natur. Das ist immer ein Lilith-Thema, starkes Tierschutz zum Beispiel oder solche Sachen. Ja, die Lilith im 11. Haus, damit sind wir im Haus der Gruppen, der Gemeinschaften, der Interessensgemeinschaften. Und auch hier möchte Lilith natürlich gerne die Ungebundenheit, die Freiheit, die Autonomie wahren, hat aber gleichzeitig ein starkes Bestreben oder auch eine starke Faszination, sich genau solchen Gruppen oder Netzwerken oder Gleichgesinnten anzuschließen. Aber wahrscheinlich immer früher oder später wieder das Gefühl, dass sie da eigentlich nicht reinpasst oder fremd ist oder irgendwie doch wieder raus muss aus dieser Gruppe, aus dieser Verbindung.
Es hat ein bisschen eine ähnliche Qualität wie im siebten Haus, aber nochmal auf einer anderen Ebene. Wir sind ja wieder im sozialen Kontext, aber im elften Haus ist es noch ein bisschen unpersönlicher. Also geht es noch stärker um diese Gruppen- oder Gemeinschaftsgeschehnisse. Und ja, Lilith hat eine Faszination dafür, schließt sich auch gerne an, geht aber auch dann möglicherweise gerne wieder raus oder hat irgendwann den Drang, dass es doch zu eng wird und ja, sie wieder aussteigt. Passt optimal zu der Dame, die hinter mir hängt. Die hatte Lilith im 11. Haus, Frida Kahlo. Und tatsächlich war sie in einem Künstlernetzwerk und hat versucht, mit verschiedenen anderen Künstlern eben gesellschaftsreformierend zu wirken. Sie war politisch sehr aktiv, hat aber dann eben, so wie du gesagt hast, zunehmend gemerkt, nö, ich muss meinen ganz eigenen Weg gehen. Ich werde von diesen Männern da auch nicht genug respektiert, auch von ihrem eigenen Partner, der auch Künstler war, und hat dann eben wirklich ihren ureigenen Weg eingeschlagen, der dann zu ihrem Welterfolg geführt hat. Und hat Ja. natürlich diese Weiblichkeitsthemen und auch diese Themen, sich selbst mit Tieren darzustellen und in der Natur sich darzustellen, das hat sie natürlich ganz stark. Sie hat eine Sonne-Lilith-Konjunktion mit Neptun. Also ganz stark betonte Lilith-Frau. Ja, sehr schönes Bild oder sehr, sehr spannende Biografie auch, um die Lilith noch greifbarer zu machen. Dann haben wir noch Lilith im 12. Haus. Yes. Das wäre ja meine persönliche Lilith-Stellung. Ja, mit Lilith im 12. Haus bist du fasziniert von dem Mysterium, von dem Verborgenen, auch von Spiritualität. Du hast vielleicht auch Opferthemen, die du angehen solltest. Aber du hast ja vorhin ganz am Anfang gesagt, bei Lilith gibt es Faszination und Ablehnung. Du wirst also bestimmte spirituelle oder vielleicht esoterische Sachen dann auch irgendwann in deinem Leben total ablehnen und da eben aussteigen und deinen ganz, ganz eigenen Weg finden. Also Lilith fördert immer einen sehr authentischen und ganz ureigenen Weg, den vielleicht viele andere nicht nachvollziehen können. Also du wirst dich nicht unbedingt jetzt hier an spirituelle Gruppen anschließen wollen. Oder du wirst unbedingt flüchten wollen aus einengenden Zuständen. Also das 12. Haus symbolisiert ja auch Gefängnisse und Krankenhäuser und solche Zustände. Da wird Lilith eben dich sehr stark drängen, dich zu befreien. Und Lilith im 12. Haus hat ja auch einen großen Bezug zu der Traum, zu den Träumen, zu allem, was wir so in unserem Unterbewusstsein entdecken können oder auch in diesen Phasen eben von sehr tiefen Träumen oder auch die Phasen dazwischen. Also ja, die ganzen 12-Haus-Themen, so die Phase zwischen Einschlafen bzw. Wegdämmern und Einschlafen oder Aufwachen und vollständig Dasein, also immer diese Übergangswelten, wo die Lilith dann möglicherweise eine Form kriegt. Du wirst einen Bezug zum magischen Denken haben, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, die Lilith ist eine Urkraft, die auf ganz frühe Stadien der Menschheit verweist. Und die frühe Menschheit, die hatte sozusagen ein magisches Denken, dass die Dinge beseelt sind. Das wird dir mit Lilith im 12. Haus nicht schwerfallen, das nachvollziehen zu können. Und du wirst es irgendwie. Es ist zwar sehr verborgen im 12. Haus, aber in irgendeiner Form wird es aus dieser Tiefe des Meeres hochsteigen im Laufe deines Lebens. Und da hast du dann eine sehr, sehr kreative Quelle. Ja, auch eine sehr spannende Lilith-Stellung im 12. Haus und gar nicht so im ersten Moment offensichtlich, also gar nicht so direkt greifbar. Ja, sehr schön. Das war die Reise durch die 12 Häuser mit der Lilith. Und Martin, du hast noch zwei Buchempfehlungen, wenn man jetzt hier weiterlesen möchte und sich die Lilith genauer anschauen will. Ja, also im Podcast seht ihr das jetzt nicht, aber falls ihr es auf YouTube schaut, seht ihr hier, das wäre die Lilith Fibel. Das wäre ein dünnes Buch von Astrodata, aber wo ihr wirklich die grundlegenden Informationen sehr schön zusammengefasst bekommt. Ihr seht hier übrigens auch das
berühmte Burney-Relief, das einzig originäre, die älteste Abbildung der Lilith, mit Löwen und Eulen zur Seite. Ja, was auch sehr empfehlenswert ist, ist ein ziemlich neues Buch, Priapus kommt, Lilith bleibt, von Markus Seele und Anne Probst. Da findet ihr die Infos zu Lilith wunderbar zusammengefasst, aber eben auch mit der anderen Achse des Priapus dazu und vielleicht noch Lilith Aspekte von Ernst Ott. Auch wenn ihr sehr gut, wenn ihr die Verbindung der Lilith zu anderen Planeten studieren wollt. Und du hast, glaube ich, auch noch Ja, Informationen. genau. Wir haben uns ja was Besonderes überlegt. Und zwar haben wir ein Lilith-Seminar in Planung. Begegne deiner Lilith. Das Ganze wird von uns beiden kreiert und geleitet und findet Mitte und Ende September diesen Jahres statt. Es werden also zwei Online-Termine sein. Und es geht nicht nur darum, dass wir Wissen rund um die Lilith vermitteln, sondern es wird auch einen praktischen Teil geben, um der eigenen Lilith eben zu begegnen. Und Martin, Daher auch zwei Teile, weil ja. wir am Ende des ersten Teiles euch ermuntern möchten, euer eigenes Lilith-Ritual, vielleicht sogar ein Naturritual, ein kleines, durchzuführen. Und im zweiten Teil werden wir das dann aufgreifen, besprechen und ja, durch die Eigenerfahrung sicher den Zugang zur Lilith mit euch gemeinsam vertiefen können. Wir wollen also nicht nur Wissen vermitteln, das könntet ihr ja in jedem Buch auch nachlesen, sondern wir möchten euch ermuntern, der Lilith in eurer Tiefe tatsächlich in irgendeiner Form zu begegnen. Ja, genau. Ja, und das ist eben das Schöne, wenn man selber in diesen Prozess einsteigt und dann tatsächlich auch angewandte Astrologie erlebt. Denn lesen und hören können wir alle immer viel, aber es ist einfach schön, Dinge selbst zu erleben, zu erfahren. Und das macht es ja dann auch am Ende so wertvoll. Alle Infos gibt es natürlich dann bei uns hier im Podcast, auf der Webseite, im YouTube-Kanal von Martin. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Und wir können ja auch noch offen halten, ob nach diesem zweiten Teil, falls wirklich einige dabei sind und sagen, das waren sehr tiefe Erfahrungen, ob man dann irgendwann vielleicht sogar noch einen dritten Live-Teil anschließt, wo man sich vor Ort in einer spannenden Naturumgebung trifft. Das wäre natürlich dann noch einmal eine tiefere Ebene. Aber das lassen wir mal offen. Genau, Wissen wir selbst genau. noch nicht. In dem Sinne, Martin, danke fürs Gespräch. Gleichfalls. Und Es dann. ist toll, uns hier so auszutauschen, auch wenn wir gerade sehr weit auseinander sind. Und hier eben dieses Lilith-Thema, das mich schon lange Zeit beschäftigt, mit dir eben ja, so intensiv mal zu umkreisen, das hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, mir auch. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.